Einen schönen guten Tag zu einem neuen Video von TT Automotive. Ich habe mir heute mal vorgenommen, nicht zu schneiden, das Video einfach so zu nehmen, wie es kommt. Das heißt, das ist jetzt der erste Versuch. Wir wollen euch heute wieder in einem 5-Minuten-Video zeigen, wie wir den Tempomat im Audi B5 einbauen. Und dazu gucken wir jetzt mal in die Garage. Der Gute steht da ja schon drin, weil die Hinterachse bald erneuert werden soll. Ich habe hier die Ersatzteile, ich habe hier das Werkzeug im Karton. Da. Wir gucken jetzt mal in die Garage, bauen das Lenkrad aus. Das müssen wir dafür machen. Das haben wir euch aber schon gezeigt, wie das funktioniert. Und dann bereite ich das alles vor und zeige euch, wie man den Tempomat in den B5 reinpflanzt. Bis gleich. Jo, also, was wir auf jeden Fall neu brauchen, ist dieser sogenannte Lenkstockschalter hier. Also wir haben jetzt hier im Vergleich zu dem anderen, haben wir hier rechts die Bedientasten, um den Bordcomputer vom großen Display einzustellen, hoch und runter zu schalten. Und für uns jetzt wichtig, wir haben auf der linken Seite hier, haben wir unser Bedienelement für den Tempomat. Also den auf jeden Fall neu. Teilenummer schreiben wir unter das Video. Jetzt sind hier die ganzen Abdeckungen und so weiter, sind alles schon rausgenommen. Ne? Die liegen hier. Ein bisschen aufpassen, dass da nichts wegbricht. Das muss alles raus, dass ich hier ran kann. Und dann gibt es hier eine Imbusschraube. Die hier, das ist so ein Klemmring. Die muss ich lösen, damit ich das Ganze dann wegnehmen kann. Die ganzen Stecker natürlich vorher abziehen. Und der Stecker, der uns jetzt interessiert, der ist hier natürlich schon dran, weil wir den Tempomaten schon eingebaut haben. Das ist der hier. Ich zeige euch das mal. Wir haben nämlich von der Firma KufaTech das Ganze nochmal zugeschickt bekommen. Total cool. Also vielen Dank nochmal an der Stelle. Wir haben hier diesen Kabelbaum. Ne? Also passend für das Facelift-Modell. Das ist ganz wichtig, dass wir den hier wirklich, wenn wir ein Facelift haben, auch für das Facelift-Modell bestellen. Also da müssen wir darauf achten, dass wir den richtigen bestellen. Teilenummer steht natürlich auch unter dem Video. Der Stecker kommt in den neuen Lenkstockschalter. Das eine Ende ist hier drin. Und jetzt müssen wir zusehen, wie wir diese Kabel, die jetzt hier rauskommen, in den Wasserkasten führen. Ich habe es in dem Fall so gemacht. Mal gucken, ob wir das drauf kriegen. Dass wir uns hier erstmal diese ganze Abdeckung jetzt runternehmen. Das Kabel, was ich eben angesprochen habe, das führt letztendlich hier parallel zur Lenksäule, dann bis zur Spritzwand hin. Aber beim besten Willen, das kriegst du hier auf keinen Fall drauf aufs Video. Ist zu dunkel. Also ihr seht diesen Kabelbinder, den wir da verwendet haben, da einfach parallel zu dem Kabel mit anbinden. Was wir auf jeden Fall machen müssen, dass wir diesen weißen Stecker, von dem ich eben gesprochen habe, da blenden wir jetzt gleich auch nochmal ein Bild ein, wenn wir nach vorne gehen, dass wir uns den nach innen, in den Innenraum holen. Das ist wirklich das Einfachste, dann kann ich diese alten Kabelschellen, die dort sind, die kann ich lösen und dann kann ich das Kabel, diesen ganzen Stecker, so weit wie möglich nach innen reinziehen, kann den auseinanderfriemeln und dann dort meine Pins aus dem Kabelbaum an die richtige Stelle reinstecken. Dieses weiße Kabel hier, was hier runter geht, muss dann mit auf diese Schraube und die Mutter lösen. Darunter sitzt so ein Kabelschuh und dann dieses abisolierte Kabel einfach hier mit unterklemmen, dass der Tempomat dann bei Klemme 15 ein mit 12 Volt versorgt ist. Der ominöse Stecker, der sitzt, der weiße Stecker, sitzt in der gleichen Leiste wie diese Stecker hier. Seht ihr die? Da sitzt dieser weiße Stecker. Seht ihr den? Da hinten. An der besten Stelle des ganzen Autos sitzt dieser Stecker. So, was wir jetzt machen müssen, das mache ich jetzt nicht. Wir müssen hier oben auf den Steckern zwei Nasen so zusammendrücken, am besten mit zwei Schraubendrehern. Und dann könnt ihr diesen Stecker, diesen weißen Stecker und auch die anderen am besten nach innen durchdrücken. So, und wenn wir das nach innen gedrückt haben, dann müssen wir den Stecker, den weißen Stecker, im Innenraum auseinandernehmen. Und da blenden wir jetzt einfach mal ein Bild ein, wie das Ganze aussieht. So weit musst du kommen, dass der Stecker wirklich so weit auseinandergebaut ist, dass man die Pins sieht. Dann kann man letztendlich die, ich meine, 4 oder 5, müssen wir gleich mal in dem Kabelbaum gucken, Stecker-Pins dann einfädeln, bis es wirklich Klick macht. Ne? Das sind so viereckige Pins, die müssen dann reingesteckt werden, den ganzen Stecker wieder zusammenbauen und hier oben wieder in dieser Halterung für die 3 oder 4 verschiedenen Stecker dann wirklich reinsetzen. Wenn wir wieder drin sitzen, dann muss man das Ganze noch kodieren, dass das Auto oder das Steuergerät auch weiß, dass ich jetzt ja eine höherwertigere Ausstattung habe, dass ich jetzt ein Tempomat verbaut habe und den Code, den ich dann in meinem ja, VCDS oder in welchem Tool auch immer ihr benutzt, dann eingebe, um ja die Kodierung vorzunehmen. Gut, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Der ein oder andere kann bestimmt was damit anfangen und sich einen Tempomaten in seinen B5 reinsetzen. Ist auf jeden Fall eine coole Sache, wenn man nicht mehr auf dem Gaspedal stehen muss, sondern gerade bei längeren Strecken dann mal den Tempomat anschmeißen kann.
Wir schmeißen jetzt das Zeitraffer an, dass ihr seht, wie das Ganze zusammengebaut wird. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Der Audi steht hier schon in der Garage und wartet nur darauf, dass die Hinterachse ausgebaut wird. Aber das wollten wir jetzt noch zwischenschieben. Das Video hat sich angeboten gerade. Wir sehen uns dann wieder, wenn wir die Hinterachse ausbauen. Und wünschen euch an der Stelle ja noch einen schönen Sonntag. Bleibt gesund. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.